herzlich willkommen bei unserer nächsten Folge bei der Sims 100 Baby Challenge. Wir sind jetzt angelangt bei Tag. Ich muss auf mein Kärtchen gucken. Einen Moment. 55 mittlerweile. Es ist Montag. Die Jungs sind gerade alle gleichzeitig wach geworden. Wir lassen Clint mal auf Toilette gehen. Die sind schon zur Schule, oh Gott. Ah, nein. Er soll nicht die Schule schwänzen. Er geht jetzt zur Schule. Die sind... Gestern waren ja Monster unterm Bett, deswegen konnten die Jungs nicht schlafen. Deswegen fühlen sie sich alle gerade ziemlich unwohl. Am gestrigen Tage war Cheria, die jetzt hier oben... sollen wir uns zum Frühstück... Ja, wir treffen uns jetzt mal zum Frühstück. So, wir gehen alleine mit dem Pierre frühstücken. Wir haben den zwar gerade in der letzten Folge bezürzt und es kam ein... es ist ein Baby mit ihm unterwegs. Aber wir treffen uns trotzdem mal im Restaurant. Das Restaurant-Add-on kennt ihr in meinen Videos ja noch nicht. Deswegen habe ich gedacht, komm, wir gehen frühstücken. So, das ist nämlich jetzt Baby Nummer 12, was kommt. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Das finde ich demnächst noch raus. Cheria, das dauert, glaube ich, noch 2-3 Tage, bis es soweit ist und klar wird. So, sie fühlt sich unwohl und sie ist hungrig. Und... So, wir bewundern ihn einmal kurz. Und dann soll er einmal mit uns zum Tisch gehen. Ja, das war zu schnell. Sie fühlt sich sehr unwohl. Wer ist das? Keine Ahnung. Cordus sebi quoba. Ja, Fisbar. System. Wir brechen das Gespräch ab. Narschko. Joba. So, dann geht zum Tisch. Er hat einen Hexenschuss. Geh zum Tisch. Und dann gehe ich zum Tisch. Um Tisch bitten. Warum bin ich schick angezogen und er hat das so an, was er immer anhat? Ha? So, wir folgen Pierre. Der geht einfach durch. Cheria, mach was. So. So. Sul. Ein Tisch. Bobanev Kebepa. Wer ist denn das? Neujahr. Der Hendrik Heck. Hendrik Heck begleitet uns jetzt zum Tisch. Das ist nämlich der Oberkellner oder der, wie auch immer der Fachbegriff für diesen Typen da ist. Na, wo bleibst du da? So? Prompt Pampey. Who's like Jeff now? Hier ist unser Tisch. Guten Tag. Pierre sitzt schon da. Warum sitzt er schon da? Warum hat er sich umgezogen mittendrin? Aber es ist ein schöner Tisch hier, ne? Mit einer Kerze. Beide strahlen. Ist gar nicht so hässlich, der Pierre. Er sieht ein bisschen... Oh, ein Bug. Seht ihr? Einmal die Couch, einmal die Fliesen. Einmal die Couch, einmal die Fliesen. Und wieder zurück. Ja, bestimmt. Cheria muss mal auf Toilette. Da muss sie ja schon eine ganze Weile hin. Wir folgen ihr mal, weil wir die Location ja noch gar nicht kennen. Sie tänzelt gerade Richtung Klo. Wer ist denn das? Sieht aus wie ein Kind von uns. Nee, das ist unsere Enkelin, Alexa. Alexa und Elena. Elena ist ja unsere Schwiegertochter. Und wir müssen einen hoch. Wir hängen gerade in der Luft. Seht ihr das? Ja, die Cheria, die kann zaubern. Und da sind die Toiletten. Sieht aus, als wenn hier gar keine Tür wäre, aber hier ist, glaube ich, eine Tür. So, sie hat die Morgenübelkeit gleich erwartet. Und bald ist sie ausgehungert. Sie ist auch noch schmutzig. Ah, sie soll jetzt gleich unten erstmal was essen. Wo gehst du denn bitte die Hände waschen? Das macht man normalerweise in der Toilette.
folgen dir mal. Ach, das ist übrigens mein Kind. Mit meinem Sim, der aussieht wie ich. Habe ich mich selber erstellt. Ja, in der Großküche. Einmal wäscht die Cheria in der Großküche ihre Hände. Und dann geht sie zurück zu Pierre, der ja, sehr kokett in der Gegend ist. Ja. Naja, Böja. Kann ich noch was bestellen? So, für den Tisch bestellen wir jetzt mal. Wir frühstücken, ja. Es ist zwar 12, also es wird ein Brunch. Aber wir haben jetzt die Speisekarte aufgemacht. Ja. Die Cheria ist ja schwanger, deswegen gibt es keinen Kaffee. Es gibt jetzt einen beruhigenden Kamillentee für die Cheria. Und für den Pierre gibt es einen Nektarmix. So. Cocktails brauchen wir nicht. Vorspeisen, Hauptgang und Dessert. Als Vorspeise nehmen wir, da wir beim Frühstück sind, nehmen wir die Fruchtcacuterie für Cheria. Und die köstlichen Speckblüten für Pierre. So, das habe ich noch gar nicht ausgewählt, ne? So. Den Hauptgang. Sieht ein bisschen eklig aus, diese Empfehlung. Wir nehmen das geschmorte Bruststück an Sauerkleesalat für Cheria. Ja? Achso, wir können immer nur Eingang wählen. Dann lassen wir nur die Vorspeise da. Es wird uns 43 Simoleons kosten. Und wir bestätigen das mal. Heißes Date zum Mittagessen. Sie kriegt jetzt Kokett plus 2. Da sie eh hohe Umbrüche ist, passt das ganz gut, dass die jetzt gleich was zu essen bekommen. Da ist auch schon die Kellnerin. Die Kellnerin heißt übrigens Ute Weißhaut. Walbisch. Unixau, you're black. Yumamush, Ogenchima, with us yef. Waxa. Unterhaltet euch. Die flirten die zwei. Hier steht warten, bis die Bestellung gebracht wird. In der Zeit können wir ja noch ein bisschen interagieren. Flirten. Sie ist nur hungrig. So. Jemanden kennenlernen, dann lernen wir ihn auch noch kennen. Aber erzählt erstmal von der großen Neuigkeit. Wixan. Musti Gorpina. Kiss or pay. Nubu. Shippy. Ja, er freut sich sogar. Der alte Kerl wird nochmal Papa. Dings to Grouse. Risto Schmulz, Spor, Harnog, Skreze Wursen. Ja. Flavin Wanu. Was haben wir denn noch kennenlernen? Ein Spielzeug kaufen und eine Beziehung. Wir gehen keine Beziehung ein. Das verstößt gegen die Regeln. Einen schmutzigen Witz können wir aber erzählen. Also lustig. Schmutzigen Witz. Tissu. Kanoi. Yims. Fumu. Quazaru, Jongi, Jarb! Washinoi Lonka! Findet er gut. Hamda! Utuni! Was macht sie? Übergeben. Oh. Ja, lecker! Oh, Reba. Hat der Teppich direkt aufgesaugt, ne? Armboyer. Das ist unser Essen. Guckt, es kommt. Schön, das Essen auf das auf dem übergebenen Magen. Wo gehst du hin? Es gibt Essen. Nein. Du lernst doch auch was. Wo ist sie hin? Nein, komm. Wir machen ein Foto davon.
Geh mal zu den anderen Gästen. Hier sind Lea Niesen mit Lukas Niesen und Tori. Dann sind hier ich und David und Luise als Tochter. Und die kenne ich gar nicht. Siobhan Friars. Bena Garza. Sie sind alle im Restaurant. Aber hier hinten zurück zu Pierre und der Cherrier. Chabin Durkim. Flizza. Vanukadoy. Abusharb. What distabe. Kinabo. In a prep. Soy. Umenu. Bromf. Ihm schmeckt das Essen nicht. New Mutt. Cherry stinkt ein wenig. Snavy Freeba. Sie grünt ein wenig vor sich hin. Yibs. Oh, yibs. Mirinay. Ja, wir löschen das mal mit dem Kamillentee. Den Kamillentee hätte sie wahrscheinlich vor dem Kotzen oben steht, die Schule ist für heute aus. Alexei gehört zu den Landgrabkundenschulen zweier Kandidaten. Er könnte versuchen, noch mehr aus sich rauszuholen. Gut gemacht. Carol hat hart gearbeitet und ist jetzt einser Grundschüler. Gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Carol. Und Clint ist für heute mit der Schule fertig. Er hat zufriedenstellende Leistung erbracht. Aber die Grundschullehrer sind der Meinung, dass er sich mit ein wenig zusätzlicher Arbeit schnell verbessern könnte. Gut, zwei, die sich verbessern und Carol als guter Musterschüler. Wir müssen Carol übrigens noch altern lassen. Flynn ist ja mittlerweile verheiratet. Flynn ist sein Zwillingsbruder. Beanie. So, jetzt wird aufgegessen. Wir müssen uns nur noch waschen. Dafür gehen wir aber nach Hause. Aber Trinkana Soup. Schmecklich. Oh, yes. Cherry hat die Geheimnisse experimenteller Speisen erforscht und kann das Gericht jetzt, wo sie darin enthaltenen Aromen erörtert hat, an der eigenen Profi-Kochstation zubereiten. Da wir noch keine Profi-Kochstation haben, werden wir uns demnächst mal eine besorgen. Aber jetzt, sollten wir vielleicht mal bezahlen. Essen beenden und rechnen bezahlen. Samso Quink! Noch geplaudert. Espa, Mohania. Ah ja, ich habe zu Hause eine Rechnung, die muss ich auch mal bezahlen. Dir geht's nicht gut. Okay, dann übergebe ich nochmal. Kabel. Shinoi. So, und ab nach Hause. Tänzel, tänzel, tänzel. Oh, für dich. Ja, es ist jetzt mittlerweile auch 16 Uhr und die Jungs sind wieder von der Schule nach Hause gekommen. Wie weit willst du hier noch laufen? Hier wohnt jemand. Wir laufen also übrigens den ganzen Weg zurück. Wir folgen ihr mal. Die Dummen. Zack, jetzt sind wir in dem. So. Wir lassen die Jungs gleich Hausaufgaben machen. Zumindest die beiden, die schlechte Noten haben. Carol, da könnten wir eine Geburtstagstorte bauen, ne? Ja. Wenn das Menü gleich mal fertig ist. So, wir sind wieder da. Da vorne ist der Clint. Und die Cherry, die kann sich erstmal duschen gehen. Alexei war nicht so ganz so gut in der Schule. Der kann die Hausaufgaben machen. Carol war zwar gut in der Schule, der soll aber trotzdem Hausaufgaben machen. Und Clint hat gar kein Hausaufgabenheft. Können wir eins kaufen? Sie muss das kaufen, ne? Bücher kaufen. Scroll. Grundschulhausaufgabenheft. Und zack. Und
Das kriegt Clint mal direkt in sein Inventar. Und dann soll er direkt die Hausaufgaben machen. Da duscht sie. Die drei machen alle Hausaufgaben. Einziges blonde Kind in der Familie, der Clint. JB Gullo. Ja. Ist es schon fertig? Noch nicht, ne? Oh! Him so Bad looks. Oh, Nip. Not fun to be. Hä? What's wrong? Kevin sieht übrigens auch genauso aus wie der junge Flynn. Ich konnte ihn damals nicht auseinanderhalten. Yasinar Linard. So, Agrinol. Hilf dir mal. Wanjini Honram. Maybuf Makosa. Anduma Shast. Und hilf dir mal. Gahirbi Gleemol. Oh, der ist schon fertig. Ukrim Glenk. Hanhe. Tibanahu. Nerska Plinze. Chalurba Rinka. To Ringa Zupo. Plinze. So, jetzt muss ein Oberschüler eine 1 bekommen. Kevin sollte Oberschüler werden. Baby Kumar. Er muss ja eh erwachsen werden. Also, backen ist falsch. Wir kochen eine Torte. Ja. Das ist leider im Kochmenü. Oh, hier gibt es noch mehr. Die haben andere Bilder, glaube ich, nur. Ein Schokoladenkuchen gibt's. Und du machst so lange. Du spielst Schach oben. Mit Alexei. Du mit dem Spielturm kriegst du nicht hin, ne? Du musst eh noch Hausaufgaben, also fertig machen. So, da wird der Kuchen gemacht. Fertig. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben einen Kuchen. Geburtstagstorten, Kerzen rauffügen. Und Kevin soll die Kerzen auspusten. Komm runter. Kevin ist ein Teenie. So, Carol ist ein Vielfraß, ein, was nehmen wir denn? Ein hitzköpfiger Vielfraß. Wir wählen jetzt ein Bestreben. Wir machen einen Witzbold aus ihm. Ja. Ein Witzbold, ein Vielfraß, aber ein Hitzkopf. Ja, das passt zu Camel. Camel hat übrigens einen sehr hübschen Pullover an. Seht ihr? Und hier ist die Sims immer so, so wie sie gerade kommen. Sehr hübsche Frisur. Jetzt sieht er gar nicht mehr aus wie Flynn. Flynn ist ja so ein Playboy mit so einer Brille und so einer fetschen Frisur. Und er sieht eher aus wie so ein Nerd. Aber er ist ein Witzbold. So, direkt mal die Hausaufgaben machen hier von den... Das muss ja ein Einserschüler werden. Ach, du hättest noch auf Toilette gehen können zu Ende. Egal. Was macht sie gerade? Ich stelle die Torte mal in den Kühlschrank. Was ist das? Ach, das ist dieses Rezept, was wir gekriegt haben, ne? Huh. Sollen wir das mal aufhängen in der Küche? Ach, das ist das Handyfoto. Wir haben ein Handyfoto von diesem Rezept gemacht. Ja. Das hängt jetzt über der Küche. Wir können es irgendwann mal auch austauschen. So, die zwei Kinder schlafen schon. Was, um 8 gehen die schon ins Bett? Okay. Nein, wir gehen jetzt nicht zu einer Party. Das machen wir beim nächsten Mal.
Es ist nämlich schon 8. Wir waren schon im Restaurant. Aufwischen. Wir waren schon im Restaurant. Das hat lang genug gedauert. Man hat jetzt ein bisschen vom Restaurant kennengelernt. Man sieht, die Ostereier habe ich nicht komplett 2015 sammeln können. Ich weiß gar nicht, ob man 2016 auch noch weiter Ostereier sammeln kann. So. Ne, da arbeiten wir noch dran. Wir gucken mal kurz in die Fähigkeiten. Ja, ich klicke mich immer ein bisschen dumm und dämlich hier. Malerei, Angeln und Kochen haben wir auf 10. Charisma ist auf 8. Geschicklichkeit, Feinschmecker kochen hat die schon auf 5. Boah, Wahnsinn. Comedy, Mixen, Gartenarbeit, Logik, Schelm, Videospiele, Schreiben und Fitness. Es gibt ja jetzt noch viel mehr. Aber wir arbeiten jetzt mal am Charisma. Und üben eine epische Geschichte. Kevin macht noch Hausaufgaben. Unser hübscher Polunderbär hier. Und dann soll er gleich auch mal schlafen gehen. Er hat hier auch schon seine Kinderfähigkeiten drin. Sozial, Mental, Motorik und Kreativität. Du sollst Hausaufgaben machen, nicht doof gucken. Oh. Du schaffst es. Ah, ist ja wieder ein Monster unterm Bett. Oh, Gottes Willen. Rede mit dem Monster. Das ist blöd bei diesem Add-on. Das mag ich nicht. Ich habe keine Lust, Freundschaft zu schließen. Kannst du das einspülen? Ich spül das ein. Dann geh du da schlafen. Oh, kannst du auch nicht. Brain him, Bliss, Janib, Schleesum, Flinsk. Wie lange kannst du nicht schlafen? 50 Minuten. Larkem, Moosh, Blissed Borb, Tip Tip, Delso, Tribs, Eba, Brabna, Baim, Zashul, Mithras, Hobby from Fanage. Er muss auf Klo. Er kann jetzt direkt mal säubern verwenden und dann kann er hier schlafen. Der Junge, oh, er kann schlafen. Soll schlafen. Und er noch nicht. So, die Cheria, die macht noch ihre Charisma-Fähigkeit, aber sie soll jetzt auch schlafen. Und es ist 22.22 Uhr gerade bei unseren Sims. Ich lasse jetzt Clint noch schlafen, wenn seine komische Angst vor Monstern weg ist. Und beende den Tag hier und sag dann mal bis zur nächsten Folge. Ich freue mich schon. Bis bald. Ciao. Und schlafen. Tschüss.